Der Besuch beim Urologen bereitet vielen Männern Unbehagen und Sorge. Durch den Verzicht auf eine Untersuchung riskieren Männer jedoch, dass eine potenziell bedrohliche Krebserkrankung nicht erkannt wird. Um die Hemmschwelle zur Untersuchung zu senken und ihnen die Angst vor dem Besuch beim Urologen zu nehmen, informieren wir Sie gerne über den Ablauf der Prostatauntersuchung. Die Untersuchung besteht aus dem Gespräch vor der Untersuchung, dem Abtasten der Prostata, dem Ultraschall der Prostata und einer Blutentnahme der PSA-Wertbestimmung. Wir UrologInnen sind uns der Scheu der Patienten vor einer Prostatauntersuchung sehr bewusst. Deshalb ist es wichtig, dass man im Rahmen eines Gesprächs eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre schafft. Bestandteil des Gesprächs sind allgemeine Fragen zum Gesundheitszustand, zu regelmäßig eingenommenen Medikamenten, zu Vorerkrankungen oder in der Vergangenheit erfolgten Operationen. Spezifische urologische Fragestellungen beziehen sich auf das Wasserlassen und die Sexualfunktion. Auch die Frage nach möglichen Prostatakrebsfällen oder anderen Krebserkrankungen im familiären Umfeld wird gestellt. Nachdem alle offenen Fragen besprochen sind, gehen wir zur eigentlichen Untersuchung über. Die Prostata befindet sich unterhalb der Harnblase und grenzt direkt dem Enddarm an. Daher ist es möglich, mit dem Finger vom Enddarm aus die Oberfläche der Prostata abzutasten. Für die Tastuntersuchung der Prostata ist keine spezifische Vorbereitung, wie beispielsweise eine Darmspülung, erforderlich. Vor der eigentlichen Tastuntersuchung der Prostata wird der männliche Genitalbereich, also der Penis und die Hoden, vorsichtig abgetastet. Im Anschluss an die Untersuchung der Genitalien bitten wir den Mann, sich auf die Seite zu drehen, in eine sogenannte Embryostellung. Zur Tastuntersuchung verwendet der Urologe oder die Urologin einen Handschuh, der mit Gleitgel überzogen ist. Dadurch ist die Untersuchung für den Patienten schmerzlos möglich. Während der Untersuchung tastet der Urologe oder die Urologin die Größe und die Oberflächenbeschaffenheit der Prostata ab und ermittelt, ob Verhärtungen bestehen. Die Untersuchung dauert weniger als 10 Sekunden. Im Anschluss an die Tastuntersuchung der Prostata wird der Urologe, die Urologin möglicherweise noch eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Die Ultraschalluntersuchung wird mit einer speziellen Ultraschallsonde durchgeführt, die ebenfalls über den After in den Enddarm eingeführt wird. Auch die Sonde wird mit einer Schutzhülle und Gleitgel überzogen. Durch die Ultraschalluntersuchung kann die Prostata genauer untersucht und die Größe der Prostata bestimmt werden. Diese Untersuchung dauert etwa 20 bis 30 Sekunden. Ein wichtiger Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung der Prostata ist die Bestimmung des sogenannten PSA-Wertes im Blut. PSA steht für prostataspezifisches Antigen. Es handelt sich um ein Eiweiß, das in der Prostata gebildet wird und für die Verflüssigung der Samenflüssigkeit verantwortlich ist. Ein erhöhter PSA-Wert ist ein möglicher Hinweis auf das Vorliegen eines Prostatakrebses. Ein Nachteil des PSA-Werts ist, dass kein exakter Grenzwert besteht und eine Blutwerterhöhung auch durch andere Ursachen, wie beispielsweise eine gutartige Vergrößerung der Prostata oder auch eine Entzündung der Prostata, verursacht sein kann. Zeigt die Tastuntersuchung und die Bestimmung des PSA-Werts unauffällige Ergebnisse, so wird nach einem bis mehreren Jahren eine erneute Untersuchung empfohlen. Das Intervall der Untersuchung hängt hierbei von der Höhe des PSA-Werts ab. Zeigt sich bei der Tastuntersuchung eine Verhärtung der Prostata oder ist der PSA-Wert erhöht, so besteht die Notwendigkeit einer weiteren Abklärung.
Hier hat sich in den letzten Jahren die Magnetresonanztomographie, abgekürzt auch MRT, der Prostata etabliert. Diese bildgebende Untersuchung kann mit großer Genauigkeit Bereiche in der Prostata nachweisen, die auf Krebs verdächtig sind. Sollte bei dieser Untersuchung der Verdacht auf Krebs bestehen, so ist zur weiteren Abklärung eine Probenentnahme aus der Prostata, eine sogenannte Prostatabiopsie, erforderlich.